Hallo und herzlich willkommen, liebe Krebse, bei mir bei eurer Crazy Owl zu eurer Monatslegung für November 2023. Wie immer, es ist bei mir eine allgemeine Legung, Rollen können vertauscht sein, diese Legung ist zeitlos, auch wenn ich sie für November definiert habe, Zeit ist fließend und relativ. Und du schaust die Legung bitte immer in deiner eigenen Verantwortung. Wenn es nicht deine Legung ist, mach es auch nicht zu deiner Legung. Wilma ist natürlich auch dabei und sie hat uns das Krafttier-Orakel, das Rabentarot, Erat Aliquando, das Gilded Reverie Lenormand und die Faol-Runen mitgebracht für euch, liebe Krebse. Infos zu den Decks und unseren Runen wie immer unten in der Infobox. So, ein Schluck Tee, meine Lieben. Cheers! Und schon geht es los mit eurer Legung für den November. Schauen wir mal, welches Krafttier euch im November begleitet. Für alle Krebse im Standzeichen Mond, Venus oder Aszendent. So, was haben wir denn da? Welches Krafttier begleitet die Krebse im November? Welches Krafttier begleitet, da haben wir es, die Krebse im November. Wir haben Ente, wärmende Herzensliebe. Die Ente öffnet dir den Zugang zu der Geborgenheit und Wärme in deinem Inneren. Heilung und Erkenntnis liegen in dir. Wow, eine sehr, sehr schöne, geborgene, warme Energie, liebe Krebse. Da bin ich sehr gespannt, was uns jetzt die weiteren Karten für euch verraten. So, was war, was ist? In welcher Energie starten die Krebse? Gucken wir mal. So, was war, was ist? In welcher Energie starten die Krebse in den November? Das sind zu viele. Die zwei hätten sich umgedreht, das nehme ich jetzt mal als Zusatzbotschaft mit rein. Wir haben die Mäßigkeit und die Zehn der Schwerter. Es geht um Heilung von ganz tiefen Schmerzen in euch. So, das ist die Energie, was war, was ist. Aber wir schauen noch, was sich denn definitiv zeigen will. Jawohl. So, wir haben die Acht der Kelche und das Rad des Schicksals. Was war, was ist? Ja. Acht der Kelche ist der Abschied schweren Herzens. Ne? Also mit dem Rad des Schicksals und den Acht der Kelchen seid ihr vielleicht mit den Abschieden in eurem Leben befasst. Die Verluste, die ihr erlitten habt. Die Acht der Kelche ist auch immer eine Karte, die auf so eine Entfernung, auf so einen Lebensweg, den man zurückgelegt hat, hinweist. Ja? Und vielleicht betrachtet ihr oder habe das jetzt in der letzten Zeit verstärkt getan, eben den emotionalen Weg, der hinter euch liegt. Ja, mit den Achterkelchen habt ihr vielleicht viele einst erfüllende Verbindungen verlassen und darüber denkt ihr eben nach, vielleicht auch darüber mit dem Rad des Schicksals, warum es zu diesen Abschieden kam. Ja, welche Zyklen, ja, welche vielleicht wiederholenden Muster haben sich gezeigt, dass es immer wieder zu diesen Abschieden kam und damit startet ihr in den November. Sehr reflektierende Energie, sehr nach innen gekehrte Energie, ja, wo man wirklich ins Gefühl geht, wo man einfach schaut, okay, was habe ich in meinem Leben bereits hinter mir gelassen? Ne? Und warum ist das geschehen? Verdeckte Energie haben wir die Vier der Kelche. Und die Vier der Kelche ist immer zum einen so eine, also es ist die Karte der Zurückweisung, der Frustration, des Missmuts. Manchmal auch die Energie, dass die Kelche, die einem das Leben reicht, ja, dass die einem nicht gut genug sind. Oder dass man sie vor lauter Betrauern oder fixiert sein auf diese drei Kelche gar nicht ergreifen kann, weil man eben so eine frustrierte oder vielleicht auch misstrauische Energie in sich hat.
Schauen wir mal, was verrät uns denn Erat Aliquando hier? Was war, was ist bei den Krebsen im November? Also mit dem Rad des Schicksals seid ihr auf jeden Fall gewillt. Das Rad des Schicksals ist eine positive Karte, die sagt immer, die kündigt eine positive, willkommene Veränderung an. Und das ist so etwas, warum ihr vielleicht einfach reflektiert, weil ihr sagt, hey, ich will im Endeffekt meins dazu tun, ja, das Rad des Schicksals zu meinen Gunsten zu drehen. Und was kann ich da aus der Vergangenheit lernen? So, was ergänzt denn hier Erat Aliquando? Worum geht's hier bei den Krebsen? Was war, was ist? So, wir haben den Mangel. Wir haben die Fee. Wir haben den Besen. Wir haben die 7 Meilen Stiefel. Und ich darf schon wieder rutschen, glaube ich. So, eine würde ich noch nehmen. Eine nehme ich noch. Eine nehme ich noch. Ja, das sind zu viele. Danke. Der Zyklus. So, und was ergänzt hier noch das Lenormand? Und dann gehe ich für euch in die Deutung. Da haben wir gleich 3. Okay. Aha. Das Kind, die Lilien und das Buch. Okay, ich glaube, ihr könnt das nicht mehr alles sehen, weil wir jetzt doch recht viele Karten für euch haben, liebe Krebse. Also, wir haben die Spiegelung Mangel und Zyklus. Also, es gab in eurem Leben, ne, und das ist wie, im Endeffekt könnte man auch die 8 Kelche und das Rad des Schicksals hierin sehen. Es gab in eurem Leben immer wieder Auf- und Abbewegungen. Ne? Die Schöpfung folgt einfach gewissen Zyklen. Und ihr seid immer wieder mit dem Thema des Mangels konfrontiert. Das ist die 4 der Kelche. Frustration, nicht gut genug. Chancen, emotionale Chancen, nicht sehen können, nicht ergreifen können. Das ist so die Energie, die ich hier drinne habe. Und ihr seid wirklich damit befasst, euch anzuschauen. Ne? Also vielleicht geht es wirklich darum, woher kommt dieser Mangel? Ja, und wir haben als zentrales Thema mit dem Besen, dass ihr hier definitiv aufräumen wollt. Ihr wollt durchfegen. Das ist nicht die Karte, so quasi, ihr macht jetzt keinen Hausputz vor Weihnachten. Nee, hier geht es um einen seelischen Hausputz. Und der hat damit zu tun, dass ihr das Gefühl habt in der Vergangenheit, ja, mit der Fee und die 7 Meilenstiefel, haben wir jetzt folgende Situationen auf dem Tisch. Also, die schwarze Fee ist immer eine Person oder eine Energie in eurem Umfeld, und die schwarze Fee hat mit Neid zu tun. Diese schwarze Fee ist eine Energie, die hat selbst Wunden oder schmerzhafte Erfahrungen in ihrem Leben gemacht, hat diese Wunden aber nicht geheilt. Und weil diese Wunden nicht geheilt sind, richtet sie die Energie nach außen, auf andere. Ja, andere sollen leiden, weil ich, also das ist so, man könnte vielleicht auch fast so eine Energie von Racheengel sagen. Bedenkt bitte auch immer, Rollen können vertauscht sein. Vielleicht ist es ja bei euch auch durch Verluste der Vergangenheit, dass ihr diese Energie in euch habt. Ja, und wie gesagt, also vielleicht gab es in eurem Leben wirklich so eine Energie, so eine Neidenergie, so wie eine Art Racheengel oder jemand, der einem einfach immer wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Ja, und mit den 7 Meilenstiefeln ist das so eine Energie, die entweder rasend schnell immer auf euch zukommt, also die überrollt euch praktisch. Oder ihr tragt diese Erfahrung in euch, und wenn ihr nur ansatzweise spürt, dass hier so eine schwarze Fee in eurem Umfeld ist, dann nehmt ihr die Beine in die Hand und lauft weg. Das kann eine mögliche Deutung sein. Die andere mögliche Deutung, wenn es hier um innere Prozesse geht,
dann habt ihr vielleicht diesen kleinen Racheengel auch in euch, liebe Krebse. Und von Zeit zu Zeit mag der wirklich bei euch Überhand nehmen und dann rennt ihr alles sprichwörtlich nieder, was sich euch da eurer Meinung nach als vermeintlich weggefegt gehört. Ja, das ist so eine sehr facettenreiche Energie. Das müsst ihr jetzt bitte auf eure individuelle Situation umlegen. Ich habe hier für einige Krebse liegen, dass man hier wirklich neu anfangen will mit dem Kind. Ja, man will hier einen Neuanfang, man will hier Leidenschaft, man will hier Familie, man will hier Harmonie. Und wir haben das Buch hier liegen. Aktuell oder jetzt in der Vergangenheit, wisst ihr noch nicht genau, wie ihr diese Harmonie, diesen harmonischen Neuanfang wieder hinbekommen sollt. Also das Buch ist euch noch verschlossen, es ist euch noch ein bisschen ein Rätsel. Ja, für einige geht es vielleicht auch wirklich darum, mit den Kindern hier wieder eine Harmonie herzustellen oder familiären Frieden herzustellen. Die Lilien sind immer so ein Hinweis auf Familie, Harmonie, Leidenschaft. Das Kind kann natürlich auch für eigene Kinder stehen. Und hier haben wir noch das Buch liegen. Ne? Also ihr habt hier Abschiede zu verschmerzen, die auch immer wieder, euer Leben mit dem Rad des Schicksals, ne? So, es geht mal auf, mal nieder, hoch und runter. Gute Zeiten, schlechte Zeiten, sage ich da nur. Und ihr wollt, ihr seid im Endeffekt am Reflektieren, was ist vielleicht auch euer Anteil, dass es immer wieder zu diesen Abschieden kam. Und hier kann euch die Ente wirklich hilfreich zur Seite stehen, ja, weil es geht hier um Geborgenheit und Wärme in deinem Inneren und Heilung und Erkenntnis. Und diese wärmende Herzensliebe, die habe ich schon das Gefühl, dass du die hier sehr, sehr gut gebrauchen kannst, lieber Krebs. Du bist momentan mit dem Kreuz und den Vögeln als verdeckte Energie, bist du schon sehr belastet und auch sehr angespannt. Da ist die Vögel sind auch immer so ein Hinweis auf Klatsch und Tratsch, also vielleicht ist das auch wirklich, du bist mit inneren Dialogen befasst, ne? So Engelchen und Teufelchen in dir, die sich da unterhalten, denn du suchst ja einen Weg, wie du einen harmonischen Neuanfang hinbekommst. Und wir haben hier den Bären liegen und die Schnecke. Also der Bär ist eine sehr facettenreiche Energie. Zum einen ruft dich der Bär auf, die Süße des Lebens zu genießen. Der Bär ist aber auch die Energie des Rückzugs. Ja, der Bär ist auch die Energie, die Mut mit sich bringt. Hier darf man mutig sein. Und der Bär steht auch hin und wieder für Aggression. Und das ist diese Energie, die ich hier eben hatte. Also entweder gab es in deinem Leben immer wieder Situationen, wo aufgrund von Rachegefühlen oder Wunden der Vergangenheit du übers Ziel hinausgeprescht bist. Oder du hattest in deinem Umfeld mit so einer Fee zu tun, die immer wieder dich dann überrollt hat mit ihren Rachegefühlen. Und je nachdem, in welcher Situation du bist, ja, es hat einfach deinen Weg immer wieder verlangsamt mit der Schnecke, die hier noch drunter liegt. Also ich habe hier schon Enttäuschungen in der Vergangenheit liegen. Ich habe diesen Wunsch von dir hier auf dem Tisch, dass du deine Verbindungen in deinem Leben harmonisch gestalten willst. Du willst hier einen Neuanfang. Du willst diesen Mangel, diese frustrierenden Erfahrungen, diese Zurückweisungen der Vergangenheit, die willst du hier wandeln, lieber Krebs. Da brauche ich gleich einen Schluck Tee. Dann gucken wir mal, was kommt denn auf euch zu im November? Was kommt auf die Krebse im November zu? Wow. Der Magier. Also, liebe Krebse, holla die Waldfee, wir haben hier jetzt die zweite große Arkana mit dem Magier. Das ist die Energie der Vorstellungskraft. Der Magier sagt dir im Grunde, du hast alles in dir, was du brauchst, um deine Träume und Wünsche zu manifestieren und zu visualisieren. Der Magier, da geht es um die Vorstellungskraft. Da geht es um zu erkennen, dass man
der Schöpfer seines Lebens sein kann, weil man alles hat, was man benötigt. Der Magier, die Schattenseite des Magiers ist die manipulative Energie. Und das darfst du vielleicht im November, einfach für dich geht es darum zu erkennen, dass du wirklich alles in dir hast, um diese gewünschte positive Veränderung in deinem Leben hinzubekommen, ja, die Verbindungen in deinem Leben positiv zu gestalten. Der Magier ist die Energie, der geht noch nicht direkt in die Umsetzung. Das ist eher so eine visualisierende, vorbereitende Energie, diese Erkenntnis, dass man alles in sich hat. Die Warnung des Magiers ist, seine negative Ausprägung wäre die Manipulation. Ich glaube aber hier, dass es nicht darum geht, dass man manipuliert, sondern hier, ich finde das auch sehr interessant. Schau mal, mit den acht der Kelchen, dieser Rabe, hier sind Berge im Hintergrund. Und dieser Rabe hat diese Berge hier wie ein Hindernis vor sich. Und jetzt schau dir mal den Magier an. Der schwebt schon über den Bergen. Der erhebt sich. Der breitet seine Schwingen aus, ja. Und das ist wirklich diese Energie, die vielleicht im November auf dich wartet, ja. Wärme und Geborgenheit in dir selbst zu finden und dadurch Erkenntnis zu erlangen und wirklich zu erkennen, hey, ich habe alles in mir, um eben dieses Ziel, harmonische Neuanfänge hinzubekommen, wo du aktuell noch nicht weißt, wie dir das gelingen soll. Das wird sich dir mit dem Magier eröffnen. Wow. So, dann schauen wir mal, was haben wir hier vom Erat Aliquando? Was kommt hier auf die Krebse zu im November? Das Glühwürmchen. Tischlein, deck dich. Wow. Die Dame. Ihr wisst, wenn die Dame fällt, seid ihr als meine Zuschauer damit gemeint. Egal, ob ihr männlich oder weiblich seid. Euer Gegenüber wäre der Herr. Bedenkt natürlich, Rollen könnten vertauscht sein. Das waren schon wieder zu viele. Dankeschön. Da kommt nochmal der Bär. Und das Haus aus Stein. Gut, was ergänzt hier noch das Lenormand? Eine haben wir schon. Das sind zu viele. So, die hatten wir schon. Der Turm. Und das Herz. Wow. Okay, also. Worum geht es? Es geht, wie gesagt, mit dem Magier um das Erkennen, dass ihr im Endeffekt diese Schöpferkraft in euch habt. Ihr habt alles, was ihr braucht, um dieses Ziel, die Verbindungen in eurem Leben harmonisch zu gestalten, wo ihr aktuell noch nicht wisst, wie. Das werdet ihr im Laufe des Novembers, werdet ihr erkennen, dass ihr es schaffen könnt. Ja? Mit dem Glühwürmchen geht es wirklich darum, dass ihr auch erkennt, mit dem Tischlein deck dich, dass ihr Fülle in eurem Leben habt. Das Tischlein deck dich ist die Füllekarte. Die Schöpfung bietet euch wirklich einen reich gedeckten Gabentisch. Und während ihr hier noch in die Energie startet, immer wieder mit Mangel konfrontiert zu sein, ja, das Leben ist nicht gut genug oder vielleicht auch, dass euer Fokus darauf ging, was eben nicht perfekt ist in eurem Leben. Ja, also wenn euer Fokus immer so ist, wo sind die Probleme und was läuft alles schief, also so quasi diese Energie, immer das Haar in der Suppe zu suchen, ja, also wer was zum Nörgeln finden will, der findet was. Und diese Energie kann hier auch eine Möglichkeit sein, ja. Und hier werdet ihr im November anfangen, Stück für Stück mit dem Glühwürmchen zu erkennen, wie viel Funkelmomente es in eurem Leben gibt, ja. Wie wärmend, also das Glühwürmchen steht für den Sommer. Und da, es geht ja mit der Ente um diese wärmende Herzensliebe, um Wärme, um den Mitsommernachtstraum, ja. Und hier auch zu erkennen, dass einiges von euren, sag ich mal, Tischlein-Deck-Dich-Träumen in eurem Leben eigentlich schon da ist. Denn es liegt hinter dem Rücken von euch, ja. Die Dame, es geht im November um euch. Ihr liegt hier als zentrale Karte und hinter eurem Rücken liegt schon jede Menge Fülle und Funkelmomente und vielleicht auch das zu erkennen.
Ja, und interessanterweise liegt es auch noch hier unter dem Mangel. Also hier darf man vielleicht wirklich erkennen, ja, natürlich hat jedes Leben seine Herausforderungen, aber ich habe auch jede Menge Fülle um mich herum. Ja, ich habe schon viele Schöpfungsgeschenke erhalten oder mir erarbeitet oder ne, in meinem Leben, das habe ich. Und hier seid ihr sehr in euch gekehrt, sehr in euch reflektiert. Diese Dame hat im November die Augen geschlossen, die Hände aufs Herzchakra. Das heißt, es geht im November für euch schon um so eine Innenschau, ja, und hier eben auch Spiegelung, der Bär auf das Tischlein deckt dich, um das Erkennen der Süße des Lebens. Ja, die Süße des Lebens sagt, ihr habt schon sehr viel, ne? Der Bär spiegelt auf das Tischlein deckt dich. Die Frage ist, könnt ihr es auch genießen? Damit werdet ihr im November befasst sein und auch darin ein mit dem Haus aus Stein euer Fundament zu betrachten. Worauf habt ihr euer Leben gebaut? Ne? Also hier auch zu erkennen, trägt euer Haus, ja? Muss am Fundament etwas gerichtet werden. Aber das ist, also ich nehme das als so eine durchweg positive Energie wahr. Das ist so, hier liegt ganz viel Zuversicht drin, ganz viel Erkenntnis, dass ihr es wirklich in der Hand habt. Und mit dem Turm und dem Herz geht es vielleicht darum, auch euer gut geschütztes Herz wieder zu öffnen. Vielleicht habt ihr aus Schutz euer Herz in diesem Turm verwahrt. Ja, und einfach aus den Abschieden der Vergangenheit. Ja, vielleicht auch so ein Glaubenssatz, ich lasse niemanden mehr an mich ran. Und das wird euch im November, werdet ihr das erkennen. Und wie kommt hier wieder dieser Satz durch, du wirst kein berührendes Leben führen, wenn du dich nicht berühren lässt. Hier liegt mit dem Turm und dem Herz, die klassische Deutung wäre eine entweder nicht gelebte Liebe, eine sehr alte Liebe. Ja, aber ich glaube, hier haben vielleicht einige Krebse aus den Erfahrungen der Vergangenheit, ne? Vier Kelche, Frustrationen, Abschiede und so weiter. Vielleicht auch echt schwierige Energien mit Rache, Engel und so weiter. Ne? Das, also ihr kennt euer Leben. Habt ihr vielleicht wirklich euer Herz in so einem Turm verwahrt? Und vielleicht ist es auch Zeit zu erkennen, dass eben dieses Herz hier aus diesem Turm darf, damit ihr eure Flügel ausbreiten dürft und könnt, damit ihr fliegen könnt und damit ihr einfach die Süße des Lebens und den reich gedeckten Gabentisch auch wirklich annehmen könnt. Ja, es gibt hier sowas, ja, ich glaube, ihr habt Verrat erfahren, wir haben hier das Rehkitz und die Gefährten. Also es gibt schon so eine verdeckte Energie, dass ihr, was Loyalität, Treue, Weggefährten oder so in eurem Leben, dass ihr hier negative Erfahrungen gemacht habt und jetzt eben mit dem Rehkitz einfach euch oder euer Herz einfach auch schützt. Ja, und hier wartet aber eine positive Veränderung auf euch mit den Störchen. Es geht wirklich darum zu erkennen, ihr seid der Manifestor eures Seins, eures Lebens. Ihr habt die Schöpferkraft, ihr habt alles in euch, was ihr benötigt, um das zu erreichen, eine harmonische Gestaltung eurer Verbindungen. Und ja, und es ist nicht mehr die Zeit, wir haben mit den 7 der Schwertern und den 6 der Kelchen, haben wir mit den 6 der Kelchen auf jeden Fall eine Seelenpartnerkarte hier liegen. Es ist auch die Nostalgiekarte. Und vielleicht habt ihr euch bisher auch gedrückt, so ein bisschen davor, ne, mit den 7 der Schwertern. Das ist die Karte des sich davor drückens, sich aus der Affäre ziehen, sich vom Acker machen. Ist auch die Karte des im Stich gelassens Werdens. Also zum einen kann es bedeuten, dass ihr wirklich so nochmal in nostalgischen Erinnerungen schwelgt. Wann wurdet ihr im Stich gelassen? Und so weiter oder und so fort. Oder eben auch die Energie, dass ihr euch bisher davor gedrückt habt, eben diese Vergangenheit wirklich aufzuarbeiten, um dann eben euer Herz auch aus dem Turm wieder freizulassen. So. Tipp
des Universums für die Krebse. Was haben wir denn da? Was ist der Tipp des Universums für die Krebse? So, wir haben den Bube der Münzen und die Königin der Kelche. Also, Bube der Münzen ist eine Erdenergie. Der Bube der Münzen bringt Impulse der Beständigkeit. Hier geht es auch um Materie. Der Tipp ist wirklich, euch auch ein Stück weit zu erden und Schritt für Schritt voranzugehen. Ja? Die Königin der Kelche ist das Wasser des Wassers. Das ist die gefühlvolle Königin. Die hat so eine Gefühlstiefe, so einen Facettenreichtum in ihren Gefühlen. Und ihr, liebe Krebse, als Wasserzeichen könntet darin wirklich gut dargestellt sein. In der negativen Ausprägung ist die Königin der Kelche die Drama Queen. Und das ist eben die Frage, wie sehr einfach zu erkennen, vielleicht als Tipp des Universums, wie oft habt ihr etwas, ne, wo etwas solide wurde durch euer eigenes Drama, durch euer Gefühlsrodeo, sage ich jetzt mal, vielleicht das Beständige, was da in eurem Leben war, vielleicht auch selbst torpediert. Mit der Königin der Kelche geht es darum, wirklich tief zu fühlen. Und mit dem Bube der Münzen geht es aber auch darum, nicht in diesen Gefühlen zu ertrinken, sondern eben auch, hier liegt ja auch das Haus aus Stein drin, eben zu erkennen, auch wenn der Abgrund noch so tief scheint, das Einzige, auf das du zurückfällst, bist du selbst. Es geht um dich. Ja? So, was ergänzt hier Erat Ali Kwando? Da haben wir schon. Ja, Lord, die gute Stube, der Wolf und das Rehkitz. Wow. Okay, also, es geht darum, Ja zu deinem Licht zu sagen. Wenn du dich bisher auch aufgrund der Schmerzen und so weiter davor gedrückt hast, ne, hier liegt Ja und Lord. Nichts hält das Licht auf, lieber Krebs. Du bist ein Lichtwesen. Lass dein Licht strahlen. Sag Ja zu deinem Licht. Es wird dazu führen, dass du wieder Heimat in dir findest, mit der guten Stube. Du darfst auch deine, ne, so dieses Intimsphäre übernehmen. Und wir haben den Wolf und das Rehkitz, der genau auf diese gute Stube blickt. Der Wolf, da geht es um Süchte, um Abhängigkeiten. Vielleicht haben dich auch gewisse Süchte vor diesem schützenswerten, eingesperrten Herzeleid bewahrt. Ja, also hier die Führung zu übernehmen, sich zu befreien aus diesen Süchten, ja, das wird dazu führen, dass du wirklich wieder Halt in dir findest. Sorge gut auf dich, bleibe, schau auf dich, achte auf dich, nimm dir immer wieder Auszeiten, ja, und du wirst erkennen, der Wolf spiegelt auf Lord. Wenn du dich befreist aus den Abhängigkeiten, dann kann dein Licht wirklich voll und ganz aus dir erstrahlen und dann findest du auch Heimat in dir. Wow, schön. Sehr schöne Energie, echt. Was haben wir hier vom Lenormand noch als Tipp des Universums? 1, jawohl. Da haben wir, ja. Du wirst auf jeden Fall, wenn du dich darauf besinnst, dich aus den Abhängigkeiten zu befreien, die Führung zu übernehmen und dein Licht erstrahlen zu lassen, ja, dann wirst du auf jeden Fall Weisheit finden, ne, und eine Entscheidung treffen können. Der Fuchs steht normalerweise für Falschheit, aber dort, wo die Schwanzspitze hinzeigt, liegt die Weisheit. Und wenn du diese Innenschau betreibst, dich aus den Abhängigkeiten, Süchten befreist und hier auch einfach erkennst, dass das Rehkitz, ne, also hier auch, dass du hier dich selbst auch schützen kannst. Der Wolf ist ein Rudelführer, ja, und der kann ein Rehkitz schützen. Also natürlich kann der Wolf auch ein Rehkitz reißen, natürlich, aber dieser Wolf stellt sich hier in meiner, so wie es bei mir auf dem Tisch liegt, schau mal, schützenswert vor dieses Rehkitz. Du bist in der Lage, dich selbst zu schützen. Du hast genügend Licht in dir,
Ja, und du wirst eine weise Entscheidung treffen, wenn du das für dich erkennst, lieber Krebs. So, wenn du das schaffst, wohin führt es? Es führt zu einem Weckruf der Großzügigkeit. Wir haben hier das Gericht liegen, das ist der Weckruf, das ist die Wiederauferstehung und die Sechs der Münzen, das ist die Karte der Großzügigkeit, geben und nehmen in Balance. Hier ist wahre Gefährtenschaft möglich, ja, und auch eine ganz neue Präsenz von dir mit dem Hirsch. Du kannst hier wirklich in deine volle Präsenz wieder auferstehen. Loyalität, Ausgleich, Balance, geben und nehmen, Großzügigkeit. Das ist alles hier im Feld für dich. Ja? Und es geht hier um eine Neuausrichtung in der Verbindlichkeit, in deinen Verbindungen, in deinem Leben. Und da darfst du dich gerade mit der Unterstützung der Ente, ja, wirklich auf Heilung und Erkenntnis freuen, lieber Krebs. Ganz, ganz volle Energie. Welche Rune begleitet die Krebse bei diesem Prozess? Wow, die Sovelo, ne? Shine, Baby. Die Sonne ist gefallen. Diese Rune, Sovelo, die Sonne, warmende Energie, Lebenskraft, Lebensfeuer, Sommer, Strahlkraft, siegreich, ja? Die Rune Sovelo ist auch die Rune des Sieges. Es geht darum, wirklich endlich in dein Licht zu erstrahlen, lieber Krebs. Also bitte, bitte befreie dein Herz. Erkenne, dass du der Magier in deinem Leben bist. Breite deine Schwingen aus und du wirst wissen, wie du deine Verbindungen in deinem Leben harmonisch gestalten kannst. Wow, krasse Legung. Ja, ich freue mich auf eure Feedbacks und Kommentare. Sagt ganz lieben Dank, wenn ihr mir ein Like oder ein Abo dalasst. Fühlt euch umärmelt und gedrückt, ihr Lieben. Ich sage bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, eure Crazy Owl.